Das folgende Video dreht sich um die Wandelbarkeit meiner Stimme. Michael! Ja, heute geht es einmal ums Sprechen. Ich werde mich nun an verschiedene Stimmen versuchen und zur Untermalung werde ich ein paar Charaktere einblenden. Nicht nur selbst ausgedachte Charaktere von mir, sondern auch bekannte Charaktere oder auch noch auch mir unbekannte Charaktere. Die bekannten Charaktere versuche ich nicht hundertprozentig zu treffen, ich bin kein Stimmenimitator, aber so würden diese Charaktere klingen, wenn ich sie interpretieren würde. Fangen wir an. Das ist stark, Doc. Präzise, Marty. Hallo, Patrick. Oh mein Gott, SpongeBob, wir werden alle sterben. Ein Schaf, ein Busch und ich mittendrin. Mist. Mein Herzoglein, Klein Todi wird Klein Gummibärchen fangen. Kannst du meinen, Schnatterinchen? Ach du meine Nase. Pitti, hilfst du mir, meine neue Hütte zu bauen? Nein, Herr Obelix, du bist als kleiner Junge in den Kessel gefallen, vergiss das nicht. Ich nehme auch nur einen kleinen Tropfen Asterix versprochen. Die spinnen die Römer. Gute Nacht, möge die Nacht mit dir sein, junger Padawan. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Wir werden die Band wieder zusammentrommeln und dann machen wir eine neue Muppet-Show. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Sprechen Sie mit moi? Das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Das sind wirklich starke Hände. Das ist doch alles Quatsch mit Soße. Alles muss man hier selber machen. Nee, ist was, Doc? Ja, wieso denn bloß? Ja, wieso denn bloß? Als König wärst du noch ganz kahl. Die Haare fehlen dir. Oh, ich denke, wir werden uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen, dass er uns in die Falle läuft. Das ist aber gar nicht so gut. Vielleicht sollten wir Bock springen, Chef? Ja, ich glaube, wir müssen uns einen neuen Plan einfallen lassen. Ahoi, Matrosen, wir stechen in See! Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin eh zum Arbeiten konstruiert worden und nicht zum Labern. Ich rieche Menschenfleisch. So nicht, mein Freund, so nicht, mein Freund. Er ging um die Ecke und erschrak. Es war sein eigenes Gesicht. Er schaute in den Spiegel. Was? Die Erfindung ist kaputt? Muss ich wohl eine neue erfinden? Schönen guten Tag und vielen Dank für die Liebenswürdigkeit. Das ist sehr lieb. Was? Wisst ihr, Frauen muss man behandeln wie Toastbrot. Immer schön knusprig werden lassen. Ey, alter Falter, ey. Ey, wisst ihr was? Ey, Krieg ist doof und kann man voll nicht rauchen, ey. Und nun eine Frage speziell an meine YouTube-Abonnenten. Wie seht ihr das? Würdet ihr mich gerne in Computerspielen oder Zeichentrickfilmen oder in irgendwelchen anderen Synchronarbeiten hören? Schreibt mir doch dazu eure Meinung in die Kommentare und wer weiß, vielleicht hört ihr mich ja demnächst in irgendeinem Computerspiel oder sonst wo wieder. Bis dann, wir sehen uns.